Hallo ihr Lieben, und hier ist wieder eure Walburga von der schönen Heldin hier aus dem McCain Store in Niederzissenja. Und ich begrüße euch natürlich recht herzlich zu unserer nächsten Stilrunde. Und unser Thema ist heute kurz, knapp, knackig, die Wörter der Frauen, wenn ich denn mal Geld verdiene. Ja, und ich habe euch natürlich auch was mitgebracht, nämlich die drei besten Tipps für euren Kleiderschrank. Und die könnt ihr bei YouTube euch anschauen und dafür nehmt ihr einfach den Link. Ja, und jetzt komme ich auch schon zum Thema, da ich ja schon über 30 Jahre Imageberaterin, Kleidercoach, Stratege bin, möchte ich euch natürlich einfach auch viele Dinge von Frauen erzählen, weil ja über die 30 Jahre auch sehr viele Erfahrungen hierher gekommen sind. Warum, weshalb, wofür? So, und eine davon ist, das kenne ich so im Übrigen auch von unseren ganzen tollen Trainern, die wir haben, weil die Frauen sagen immer, ja, wenn ich denn mal Geld habe, dann buche ich auch das tolle Training. Oder wenn ich auch mal Geld habe, dann kaufe ich mir was Schönes zum Anziehen. So, weil sie einfach diese Dringlichkeit und die Wertigkeit, die sie für sich selber haben, einfach gar nicht haben. Sie ist definitiv nicht vorhanden. Aber im Umkehrschluss wissen die Frauen ganz genau, wenn ihr Mann zum Beispiel jetzt in eine ganz tolle Firma zum Arbeiten geht, ich sage jetzt mal in einen großen Konzern, dann ist es selbstverständlich, dass der Mann kriegt 5 Anzüge, der Mann kriegt 10 Hemden, der Mann kriegt, wenn die Firma das verlangt, 15 Krawatten, der bekommt 4 Paar teure Schuhe, der bekommt ein teures Auto, so, und dann ist er rausgeputzt und dann geht er in die neue Firma und sagt, hallo, da bin ich, und sieht auch dementsprechend aus. So, und was machen wir Frauen? Und ich spreche wirklich von über 30 Jahren Erfahrung. Tobias Beck zum Beispiel ist ein Trainer für ganz junge Frauen und nicht junge Frauen, für ganz junge Menschen. Er hat unheimlich viele junge Leute, die sich von ihm coachen lassen und die deren Seminare besuchen. Ich bin selber mit meinen Töchtern bei ihm gewesen und ich weiß nicht, die Halle ist gebebt aus allen Ecken und Kanten, war proppenvoll und die Menschen brauchen Wissen und die Menschen wollen auch lernen, auch sehr viele junge Menschen. So, und auch er hat zum Beispiel, das findet ihr bei ihm zum Beispiel in seinem Instagram-Kanal, da hat er auf einem Seminar gesagt, die Menschen sind noch schlechter angezogen, so ginge ich noch nicht mal zu Hause an meine Mülltonne. Die haben so schlechte Kleider an und wie wollen die da draußen dann zukünftig als Coaches, als Berater arbeiten, wenn sie so wenig Wert auf sich legen? Weil, da hat er einen schönen Satz hinterher gesagt und er hat mich eigentlich auch sehr fasziniert, als ich das gehört habe, dass er gesagt hatte, wir wissen nie, 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 wem wir begegnen. Wir wissen nie, begegnen wir dem Mann unseres Lebens, der Frau unseres Lebens, dem neuen Job unseres Lebens oder dem neuen Chef unseres Lebens. So, und wollen wir dann aussehen, wie wenn wir aus dem Kartoffelsack kommen? Und wenn ich euch noch einen kleinen Tipp geben darf, guckt einfach mal bei Marc Galal zum Beispiel rein, einer unserer bekanntesten Trainer, den wir überhaupt in Deutschland haben, den werdet ihr niemals sehen, ohne dass er einen Tip-Top-Anzug anhat, ein Tip-Top-Hemd hat. Und ich kenne ihn auch schon sehr, sehr lange und er sagt, als ich noch gar nichts hatte, dann habe ich meinen kleinen Küchentisch in meine 1,5 Zimmer Wohnung gestellt. Da habe ich meinen Laptop draufgestellt. Dann bin ich um die Ecke, wo mein Schlafzimmerschrank war. Und da habe ich als allererstes bin ich in meinen Schrank gegangen, habe dort meinen Anzug, den habe ich danach sofort ausgezogen, weil ich musste ihn ja schonen. Habe dann meinen Anzug angezogen, mein Hemd angezogen, meine Krawatte angezogen. Dann bin ich wer? Dann habe ich ein anderes Standing, dann habe ich eine ganz andere Ausstrahlung. Und dann bin ich ein anderer Mensch. So, das werden viele von euch auch erfahren haben, jetzt in der Zeit, wo Homeoffice war, wo man im Schlabberzug rumgeschlabbert ist im Meeting, wo man sich nicht angezogen hat, wo man im Bett gelegen hat, wo man nachmittags noch im Morgenmantel durch die Gegend gelaufen ist, ungewaschen und fern der Heimat. Und das ist auch etwas, was dann mit dem eigenen Wert sehr viel zu tun hat. So, und ich kenne das auch von jedem Buch, lest das Buch von den Baulich-Jungs, die machen, also ich glaube, an der Firma, die am meisten Trainingsmomente in Deutschland macht, die sitzt hier bei uns in der Nähe, in Koblenz, da steht auch in seinem Buch drin, ja, so wie du kommst gegangen, so wirst du auch empfangen. Und im Live-Interview hat er dann einem Coach gesagt, der sagt, ich verdiene kein Geld und ich weiß gar nicht, was ich mache. Und dann hat er ganz klipp und klar gesagt, dann schneide dir mal die Haare, wasch dir mal dein Gesicht vernünftig und kauf dir was Vernünftiges zum Anziehen. Du siehst aus, als wenn du da draußen auf der Straße sitzt und musst ums Geld betteln.
Und das ist auch so was, alle Trainer sprechen davon. Und die Trainer wiederum sagen alle, die hören aber nicht auf euch, auf uns. So, und das, deswegen sage ich euch das Gleiche. Wenn ihr in ein Coaching geht, wenn ihr Berater werden möchtet, wenn ihr in den Außendienst geht, wenn ihr auf die Bühne wollt, wie auch immer, ich habe ja ganz viele Kundinnen, die sind auch auf der Bühne zu Hause, da braucht ihr einfach auch die Selbstsicherheit, wenn ihr da steht, dass ihr gut angezogen seid, dass nicht der Rock viel zu kurz ist, dass nicht die dicken Klumpenbeine oder dünnen Storchenbeine da so weiter zu sehen sind. So, ihr seid auch Vorbilder für die Menschen. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Wie oft habe ich schon gehört, dass sie sagen, ja, wenn ich dann erstmal das erste oder das zweite Gehalt habe, dann kann ich mir vielleicht doch mal was kaufen. Nein, ihr müsst zuerst etwas kaufen. Das kennt ihr doch. Ihr müsst auch zuerst die Miete bezahlen am ersten und dann könnt ihr erst wohnen. Ihr müsst eurem Kamin Feuer, Holz geben, erst dann kann er euch das Wohnzimmer warm machen. Und so ist es auch mit euren Kleidern. Und mit eurem ganzen Aussehen. Wenn ihr einen anderen Job wollt, wenn ihr einen besseren Job wollt, wenn ihr mehr Geld verdienen wollt, wenn ihr Karriere machen wollt, dann müsst ihr ein anderes Aussehen haben. Und das fängt immer an bei euch selber. Das fängt in eurem Kleiderschrank an und das fängt dabei an, dass ihr einfach darüber nachdenkt, ja, was bin ich mir wert und was will ich sein, für wen? Und ich hoffe, ihr habt euch mein letztes Video angeschaut, wo ich euch gesagt habe, macht euch ein Budget und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir jede Menge Kommentare hinterlasst und meinen YouTube-Kanal abonniert, freue ich mich natürlich auch super oder mal auf meiner Internetseite vorbeigehen, ne, wo ihr einfach dann sagt, okay, es ist ja einfach mal wichtig, habt ihr euch jetzt ein Budget gemacht? Habt ihr euch mal hingesetzt in Ruhe und habt mal gesagt, okay, wenn ich so und so viel Galitonunterwäsche kaufe, wenn ich mir so und so viel Paar Schuhe im Jahr kaufe, übers Jahr gerechnet, wie viel Budget brauche ich dann pro Monat für mich und was bin ich mir wert? Bin ich mir wert, dass der Bläser draußen an der Straßenecke hängt, schon vergilbt ist, schon schmutzig ist für 30 Euro oder bin ich mir halt eben auch einen schicken Bläser mit einer schicken Hose und einem Oberteil wert für halt eben 300 Euro? Und es gibt wirklich in jeder guten Preisklasse gibt es genügend Sachen auch zum Anziehen. Ihr könnt natürlich gerne auch auf unserer Internetseite www.schöneheldin schauen. Dort haben wir natürlich auch einen Shop eingerichtet, der sogar der einzigste, glaube ich, im Moment in Deutschland ist, wo ihr auch zu eurem Farbtyp könnt eure Sachen aussuchen. Das heißt, ihr klickt da einfach auf Farbtyp Frühling, Sommer, Herbst oder Winter und dann kommen all die Sachen in euren Farben. So, das ist schon mal sehr, sehr schön und ihr könnt natürlich auch mein YouTube-Video gucken über den Figurentyp, zum Beispiel das Haar. So, und da findet ihr auch ganz, ganz viel Wissen, wie ihr euren Figurentyp halt eben am besten einkleidet. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, dass wir sagen, okay, wo fängt denn ein Kleidercoaching an und was macht denn so jemand wie ich in einem Kleidercoaching? Als ich selbst halt eben vor über 30 Jahren meine Kleidercoaching kennengelernt habe und auch dieses ganze Prozedere, die ganze Beratung dann hinter mich gebracht habe, so, dann hat sie mir auch was mit auf den Weg gegeben. Das hat mir nicht gefallen damals, ja, und meinem Mann schon überhaupt gar nicht. Weil sie hat gesagt, bevor ihr da raus in die Welt geht und anderen Menschen was erzählen wollt und was verkaufen wollt, ihr verkauft immer zuerst euch selbst. Und wie du kommst gegangen, so wirst du auch empfangen. Sie hat die Bücher geschrieben, Schöner und erfolgreicher in den richtigen Farben. So, und sie hat damals gesagt, und das war, ich schwöre euch, vor 33 Jahren, ich glaube es war 1988, sie gesagt, so, ihr geht jetzt nach Hause, ihr kauft für 2.500 D-Mark, D-Mark, ja, wohl bemerkt, kauft ihr euch 3 vernünftige Kledages von oben bis unten und ihr kauft Schuhe, ihr kauft teure Strümpfe und ihr kauft kein einziges Paar Schuhe unter 400 D-Mark. So, jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, man kommt vom Seminar, man hat die Ausbildung bezahlt, man hat halt eben das Geld schon fürs Seminar bezahlt, fürs Hotel, für die Übernachtungen. Und die auf Seminare gehen, die wissen auch, dass das halt eben einfach auch viel Geld kostet. So, und jetzt kommt ihr mal nach Hause und erzählt mal noch eurem Partner, Schatz, ich muss jetzt mal noch für 5.000 Euro oder 4.000 Euro Klamotten kaufen gehen. Dann könnt ihr euch das Gezetere und das Palaver zu Hause vorstellen, die Männer sind so hoch, na, über der Erde, na, das brauchst du nicht, du siehst so gut genug aus und du hast genug Klamotten im Schrank und das Ganze bla, 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 bla. Aber ich habe es dann gemacht.
Ich habe gesagt, okay, ich gehe hin und gehe den Weg, und die, die den auch damals konsequent gegangen sind oder jetzt auch nach meinen Coachings konsequent gehen, das sind natürlich auch die Frauen, die mega erfolgreich sind und die natürlich auch die neuen Jobs bekommen haben. Weil es ist immer so, der erste Eindruck, der zählt, egal wo ich hinkomme, die Leute stecken dich in eine Schublade, die sehen, wie deine Haare aussehen, die sehen, wie deine Klamotten aussehen, die sehen, wie deine Schuhe aussehen, die sehen, ob du Stil hast. Und ich habe mich ja viel auch mit Headhuntern unterhalten und die sagen auch, also es ist ganz, ganz wichtig, dass die als erstes mal natürlich einfach sich vernünftig anziehen, wenn sie denn irgendwo hingehen. So, und da mangelt es natürlich bei uns in Deutschland sehr, sehr, weil jeder glaubt, er hat Stil. Ich höre das hier immer wieder, dass die Frauen sagen, ja, ich habe so meinen ganz eigenen Stil. Ja, aber der Stil setzt sich zusammen aus Farben, aus Formen, aus Schnitten, aus deiner Persönlichkeit, aus deiner Ausstrahlung heraus und vor allen Dingen natürlich auch, das dürfen wir auch nicht vergessen, auch auf deinen Job hin. Eine Immobilienmaklerin, wenn die mit einem Kunden in eine Villa geht, die sieht vielleicht anders aus wie jemand, der sagt, okay, ich sitze irgendwo im Büro und habe die ganze Woche keinen Publikumsverkehr. So, auch da ist es immer sehr unterschiedlich, was derjenige wohin anzieht. So, und dazu brauchen wir natürlich Basics. So, und ich glaube, wir haben sogar ein Video über, muss man gerade in meine Regie gucken, Basics. Was so die Basics sind, die wir dann im Schrank auch brauchen, damit wir aus diesen Grundteilen oder Grundcapsule-Teilen nennt man die ja heute, dass wir daraus dann halt eben eine Garderobe basteln. Und jetzt habe ich auch schon wieder ganz viel heute erzählt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert und euch einfach nur mal so in den ersten Wochen, wo wir mit dem Kanal angefangen haben, euch einfach Gedanken um euch macht. Geht mal in euren Schrank, schaut euch gewisse Sachen an und stellt euch mal vor den Spiegel. Guckt mal, finde ich das schön? Passt es mir noch? Mag ich mich da drin? Na, und dann könnt ihr uns einfach mal so ein bisschen Feedback geben, was ihr denn so für Erfahrungen gemacht habt. Sagt euer Partner mal, ihr geht mal ein Outfit für 1000 Euro kaufen. Na, was der dann dazu sagt. Na, das ist ja auch immer wichtig, wenn man zu zweit ist und oder mehrere im Haushalt hat, dass man auch weiß, okay, na, es ist auch Geld eigentlich für mich da. So, deswegen hoffe ich, dass ihr alle wenigstens einen kleinen Budgetplan gemacht habt. Und dann gibt es noch sowas, das habe ich auch schon sehr lange, meine Töchter machen das auch. Die haben ein kleines, wir nennen das eigentlich, wie nennen wir das, Luxusschwein? Ein Luxusschwein, und das steht im Action, wo nur die Frau weiß, wo es ist. Und immer wenn wir mal 5 Euro oder 10 Euro übrig haben, dann tun die das da rein. Oder ich mache das auch so. So, und wenn ich mir dann mal was ganz Besonderes kaufen will, wenn ich sage, ist nur ein Beispiel, ne? Wenn ich sage, ich möchte gerne so eine schöne Apple-Uhr haben, ne? Und dann, die ist aber nicht im Budget drin, und dann schmeiße ich einfach immer ein bisschen was ins Kästchen und irgendwann macht ihr es auf und dann könnt ihr einfach in den Laden gehen und könnt euch diese wunderbare Uhr kaufen oder wie auch immer die wunderbaren Ohrringe oder eben die mega tolle, schicke, neue Sonnenbrille, die dann von irgendwie Prada, Gucci oder Co. ist. Ne? Und das ist immer so was ganz Besonderes, womit wir uns belohnen, wenn wir uns besonders viel gearbeitet haben, wenn wir halt eben einfach uns was Besonderes gönnen wollen, dann gucken wir immer in unsere kleine Traumschachtel oder in unser Luxusschweinchen und gucken, was da drin ist. Und da ist schon so manches wunderbare Teil in den Schrank gewandert oder aber an die Klünkerchen, an die Öhrchen oder wie auch immer von Geld, was wir nirgendwo wegnehmen müssen, sondern das haben wir uns einfach zusammengespart. Und deswegen finde ich auch dieses Luxusschwein oder das kleine versteckte Schweinchen, sagen wir, was nur für die Frau ist, ne, ganz besonders wichtig, weil das ist nur für euch. Also als kleiner Tipp auch nochmal von mir, legt euch so ein kleiner Luxussau zu. Ihr Lieben, ich grüße euch bis zum nächsten Mal. Ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und euch natürlich die 5 Strategien für den ersten Eindruck runterladet. Ja, und jetzt wünsche ich euch was bis zum nächsten Mal und lade euch schon ein für den, ich habe es mir aufgeschrieben, 7. Juli um 19 Uhr. Da beginnt nämlich unser Workshop, unser Outfit-Workshop. So, und da freue ich mich natürlich, wenn sich ganz, ganz, ganz viele dafür anmelden. Wir dürfen auch nicht mehr sagen, kostenlos, das ist ja verboten, sondern wir müssen jetzt sagen, es ist 0 Euro und ist total bescheuert. Also ihr könnt euch ruhig anmelden. Wir nehmen euch dafür kein Geld ab. Und ich freue mich natürlich, wenn ganz, ganz, ganz viele auch mitmachen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Aber ich habe euch noch, das seht ihr so schön auf meinem Layout hier vorne, habe ich euch einen wunderschönen Spruch mitgebracht. Der ist von Rachel Zoe. Das ist ein Model. Die könnt ihr auf Instagram, könnt ihr die schauen. Die hat 4 Millionen Follower.
Und sie hat eine sehr, sehr schöne Definition von Stil, die gefällt mir besonders gut. Sie sagt, Stil ist eine Art zu zeigen, wer du bist, ohne sprechen zu müssen. Weil Models reden ja in der Regel nicht bei ihren Walks, die sie haben, sondern eben sie glänzen mit ihrer Schönheit und ihrem guten Aussehen und natürlich mit den tollen Kleidern, die sie tragen. Also sehr schön ausgedrückt, was Stil ist und wie man einen guten Geschmack entwickelt. Darüber werden wir schreiben, denn werden wir berichten. Und Stil hat keinen Preis und hat auch keine Zeitbeschränkung, sondern Stil entwickelt man halt eben mit dem Alter, mit dem Kleiderschrank, mit dem Job, mit allem, was eben zu dir und zu deiner Persönlichkeit gehört. Und jetzt genug. Bis zum nächsten Mal. Eure Walburga. Ciao, ciao. Ihr Lieben, schaut weiter zu und wir freuen uns auf jede Menge YouTube-Abonnenten. Abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Ihr Lieben, ich grüße euch, eure Walburga vom Fashion Talk Samstagmorgen.